Sehr verehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Union, Versorgung von Menschen in psychischen Krisen und mit psychischen Erkrankungen stärken. Ihre Forderung im Antrag, bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, frühzeitigere Diagnostik, Verkürzung der Wartezeiten und die psychischen Krisen- und Notfallversorgung ausbauen. Alles Punkte, denen wir zustimmen könnten. Aber dann kommt's. Ich zitiere aus dem Antrag: Alle Studien, die die gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch die Corona-Pandemie untersucht haben, stellen eine erhöhte psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen fest. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Es war Corona, es war die Corona-Pandemie. Corona hat also Lockdowns verhängt und Ausgangssperren erlassen. Corona hat Schulen und Kitas geschlossen, das Sitzen auf Parkbänken verboten, Spielplätze im Freien gesperrt. Geschäfte geschlossen und damit grenzenlose Existenzängste in den Familien erzeugt. Corona hat also die Kinder gezwungen, sich Stofffetzen und Masken vor Mund und Nase zu hängen. Corona hat millionenfach unseren Kindern tagtäglich Plastikstäbchen in die Nasen gerammt und den Kindern Angst gemacht, sie könnten ihre Großeltern töten. Nein, meine Damen und Herren, Corona ist ein Virus. Ein Virus beschließt keine Gesetze und erlässt auch keine Verordnungen. Corona hetzt auch nicht auf Ungeimpfte oder beschließt 2G- oder 3G-Regeln. Und Corona lässt mit Sicherheit nicht zu, dass Kinder als Ratten und Wirtstiere beschimpft werden. Coronaviren machen das alles nicht. Das waren Sie. Das waren Sie alle. Sie haben die Menschen da draußen und vor allen Dingen unsere Kinder mit den Corona-Maßnahmen malträtiert. Sie und Ihre Landesfürsten haben sich einen Überbietungswettbewerb der Schwachsinnigkeiten geliefert. Ihre Helfershelfer aus den Medien, die Experten wie Drosten und Wieler, der Ethikrat mit Frau Buigs, die gerade auf Jammertour unterwegs ist, Sie alle haben vorsätzlich Angst und Panik verbreitet. Und jetzt wundern Sie sich, dass wir im Ergebnis den Zuwachs an psychischen Erkrankungen nicht bewältigen können? Machen Sie sich endlich ehrlich. Und schreiben Sie unter den Antrag als letzten Punkt: Wir haben mitgemacht. Wir bitten hiermit alle Betroffenen um Verzeihung. Und wir haben gelernt, und wir werden nie wieder mitmachen. Und wenn Sie, wie ich annehme, das alles nicht können, gehört dieser Schaufensterantrag in die Tonne. Denn Sie haben die Gesellschaft gespalten und unsere Kinder nicht beschützt und gerieren sich nun hier als Problemlöser. Aber, und das verspreche ich Ihnen, so vergesslich, wie Sie sich das wünschen, sind die Menschen da draußen nicht. Ich kann Ihre Heuchelei nicht mehr ertragen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Kirsten Kappert-Gonter für Bündnis 90 Die Grünen.